Die Berliner U-Bahn ist eine der modernsten Untergrundbahnen in ganz Europa und hat das größte zusammenhängende Nahverkehrsnetz dieser Art in Deutschland. Die 10 U-Bahn-Linien erreichen zusammen eine Länge von 146 Kilometern und verbinden 173 Bahnhöfe. Am 18. Februar 1902 eröffnete die erste Strecke der Berliner U-Bahn. Sie führte vom Stralauer Tor bis zum Potsdamer Platz und hatte 8 Bahnhöfe. Die Strecke verlief hauptsächlich als Hochbahn. Der Potsdamer Platz war damals der einzige Untergrundbahnhof. Am 11. März desselben Jahres öffnete eine weitere Strecke mit zusätzlichen 4 Bahnhöfen. Die wären Bülowstraße, Neulendorfplatz, Wittenbergplatz und Zoologischer Garten. Im Mai 1906 wurde die Strecke im Westen nach Charlottenburg bis zum Wilhelmplatz und im Osten bis zur Warschauer Brücke ausgebaut. Im Dezember 1910 nahm eine Strecke durch Schöneberg ihren Betrieb auf. Sie verlief zwischen dem Neulendorfplatz bis zur Hauptstraße, heute Innsbrucker Platz. Der Bahnhof Wittenbergplatz wurde bis zum 1. Dezember 1912 umgebaut, weil er den Anschluss zu der gebauten Linie durch Wilmersdorf, die bis zum Thielplatz verlief, haben sollte. Am 1. Juli 1913 wurde eine Strecke vom Potsdamer Platz zum Alexanderplatz mit den Stationen Inselbrücke und Klosterstraße eröffnet. Ab dem 27. Juli verlief die Strecke bis zum Nordring, heute Schönhauser Allee. Am 30. Januar 1923 eröffnete die Nord-Süd-Bahn. Sie führte von der Seestraße bis zum Halleschen Tor. In Neukölln führte ab dem 17. Juli 1927 eine neue Linie von der Bonninstraße über den Hermannplatz bis zur Schönleinstraße. Außerdem wurde die Nord-Süd-Bahn im Süden bis zur Bergstraße erweitert. Ab dem Jahr 1928 besaßen die Linien auch ihre eigene Linienbezeichnung. Im Jahr 1930 wurden mehrere neue Streckenabschnitte fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Linie D wurde bis zum Gesundbrunnen und die Linie A1 wurde von der Schönhauser Allee bis nach Pankow verlängert. Eine neue U-Bahn-Linie wurde am 21. Dezember 1930 eröffnet und verlief zwischen Alexanderplatz und Friedrichsfelde. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges wurde der Ausbau des U-Bahn-Netzes gestoppt. Nach dem Krieg waren größtenteils alle U-Bahn-Strecken zerstört und mussten wieder aufgebaut werden. Erst am 31. Dezember 1947 war das gesamte U-Bahn-Netz wieder fahrtüchtig. Am 28. August 1961 wurde wieder eine neue U-Bahn-Linie eröffnet. Die neue U-Bahn-Linie G führte vom Leopoldplatz bis zur Spichernstraße. Wegen des Mauerbaus und der Teilung Berlins wurde auf den Linien C1 und D an 6 Stationen keinen Halt gemacht, da sie sich im Ostsektor Berlins befanden. Die Linien bekamen am 1. März 1966 neue Bezeichnungen. Anstelle von Buchstaben wurden die Linien mit Zahlen von 1 bis 9 bezeichnet. Die neuen Zahlenbezeichnungen besitzen die U-Bahn-Linien heute noch. Immer mehr neue Strecken und Bahnhöfe wurden gebaut, sodass am 29. Januar des Jahres 1971 das Kreuz des Südens, auch besser bekannt als Berliner Straße, in Wilmersdorf in Betrieb ging. Die Linie 7 wurde von Mehringdamm bis zum Fährberliner Platz und die Linie 9 von der Spichernstraße bis zum Walter-Schreiber-Platz erweitert. Seit 1972 verkehrt die Linie 7 bis ganz in den Süden nach Rudow. Mit dem 1. Oktober 1984 fährt die U-Bahn-Linie 7 bis nach Rathaus-Spandau. Außerdem wurde die Linienbezeichnung mit einem U vor jeder Linienzahl erweitert. Die U9 wurde endgültig fertiggestellt und verkehrt nun seitdem zwischen Rathaus-Steglitz und Osloer Straße. Am 27. April 1987 wurde die Erweiterung der U8 bis zum Paracelsus-Bad in Betrieb genommen. Die im Ostteil Berlins befindlichen U-Bahn-Linien wurden mit der Wiedervereinigung in das westliche Streckennetz mit aufgenommen. Seit 2009 verkehrt die U55 zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor und ist die neueste und bisher kürzeste U-Bahn-Linie.